Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Project Highrise. Wir sind drauf und dran, die großen Büros einziehen zu lassen. Wir brauchen noch ein weiteres Restaurant, das setze ich einfach nochmal hier neben den Aufzug, weil die ja glücklich sind, wenn sie dann neben den Aufzügen sitzen. Und aber erstmal machen wir lassen das mal auf langsam. Alles ein bisschen gechillt. So, jetzt könnte jemand sagen, gut, du ziehst jetzt Wasser hier quer durch die Buchse. Oh, das war ein bisschen weit. Egal. Aber... Ne, ich dachte, man könnte das so durchziehen. Aber das ist jetzt nicht so teuer. Das kostet auch keine dauerhaften Kosten, die Kabel in der Wand. Wasser haben wir schon, Dings. Und Gas wird mit Sicherheit notwendig sein zum Kochen. Außerdem gibt es eine viel schönere Explosion. Wenn der Mittelteil von dem Gebäude irgendwo mal in die Luft fliegt, dann wird es auf jeden Fall direkt gekappt. Jack wird sich freuen. So, wir haben Italiener, wir haben Mexikaner und wir brauchen noch mehr Restaurants. Um Variationen reinzukriegen, würde ich sagen, wir machen noch so eine Sportsbar, oder? Was bringt denn der Brunch-Spot? Ne, wir machen so eine Sportsbar. Und zwar Dinner and has a bar and has a bar. 55. Gas und Fernsehen will er haben. Okay, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall die Fernsehversorgung setzen. Die werden wir nicht da. Moment, wie viel machen die aus? 4, gell? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben hier einen Dreier frei. Cable TV. 58 pro Tag. Scheiß drauf, oder? So, Fernsehen ist da. Das heißt auch, wir müssten jetzt eigentlich Fernsehen schon setzen können. Genau. So. Fast forward. So, jetzt kommt eine Sportsbar hier oben rein. Das ist ja auch was Schönes so für nach dem Job. Sehr gut. Ich bin mal echt gespannt, ob die diese Umsätze überhaupt bringen. Ne? So, ich werde direkt noch hier ein Stockwerk draufsetzen. Wir werden uns hier noch ein Stück ausbauen. Der Highspeed Elevator hin. Die können wir jetzt übrigens auch, hätten wir auch versetzt bauen können. Ne? Also wir hätten jetzt, aber da brauchen wir halt immer zwei setzen, ist auch bei mir blöd. Lassen wir das mal einfach so. So, gibt es denn irgendwelche Services, die im Nachteil sind? Nö, sieht alles echt gut aus. Wir gucken mal ganz kurz hier auf das Satisfaction. Oh, da sind ein paar, die sind nicht so... Was ist das für eine Flacker? In der Aufnahme ist das gar nicht so zu sehen. Bei mir flackt das wie verrückt. Was ist denn mit denen? Oh, unhappy, die Employees. Da machen wir doch schnell eine Marketingkampagne, die wir nicht bezahlen können. Hier auf 800, ne? 1160. Moment, werden die immer teurer oder was? Wir gucken mal, was haben wir denn hier noch? Large Artwork, Public Art, Pizza... Pizza Decoration, genau, die Pizza Decoration, wer kennt sie nicht? Zoning Changes... Zoning Restrictions, limit your total floor space... Verstehe ich nicht. Ist egal. Okay, wir haben jetzt die Höhenlimits aufgehoben. 1.051 kostet so eine scheiß Kampagne mittlerweile. Die wird ja immer teurer pro Kampagne. Jetzt können wir bis zu 80 Stockwerke hochgehen. Seht ihr das? Da gibt es so ein bisschen Tiering in der Mitte. Krass, oder? Das sind auf jeden Fall jetzt... Stell ich das mal vor, der ganze Turm. Ich bin ja gerade mal, ich bin ja so ein kleines Mini-Gebäude. Das ist echt hart. So, wir gucken nach großen Büros. Sag mal, was ist denn mit euch los? Ah, guck mal, wir können jetzt schon die Creative. Die wollen nicht. Technical Offices.
Moment, die brauchen Technik und die wollen, warum? Die brauchen Prestige 10. Katsching. Okay, insgesamt technisch. Moment, jetzt muss ich mal auf langsam machen. Hä? Ich will jetzt einfach mal. Creative and Technical Offices. Ach so, insgesamt brauchen die mehr technische Büros. Das heißt, wir müssen ja noch kleine Büros setzen. Ihr hört mich denken. Ihr hört es wahrscheinlich gerade rattern. Gut. Ich bin am Überlegen. Wollen wir schon mal eine große Reihe machen, dann kleine? Oder ich setze jetzt hier hinten dran einfach ein paar. Ich setze hier hinten dran kleine Büros oder mittlere Büros, besser gesagt. Legal, Creative and Technical Offices. Wir nehmen einfach die hier. Die bringen uns auch mehr. Telefon und Strom. Wir checken das kurz. Strom hat er auf jeden Fall. Und Telefon hat er nicht. So. Gut. Technisches Office. Das war ja eine Voraussetzung. Wir machen einfach mal zwei hin. Okay. Okay, fast forward. Wie sieht es eigentlich mit Verträgen aus? Also sind wir hier, sind wir 95, genau. Jetzt kommt gleich noch einer dazu, sind wir 98. Wenn wir jetzt noch ein technisches Büro machen, dann müssten wir auch den Vertrag erfüllt haben. Oh, Moment. Instandsetzungshype, muss man dran denken. So, da haben wir das auch geschafft. Können wir mal direkt nach dem nächsten Vertrag gucken. The bigger they are, the more they pay. Office Workers auf 250. Boah, das gibt natürlich. Boah. Haben wir noch ganz schön was auszubauen. Eieiei. Da geht noch was. Okay. So, wir gucken nochmal bei den anderen Büros, was die hier für Ansprüche haben. Also, wir können die Creative können wir reinmachen, die Ingenieurs. Und wir brauchen eine größere Variation an Geschäften. Also, wir brauchen Geschäfte. Und noch mehr technische Offices. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert. Ist das wirklich denn ihr Wille, dass ich hier ein Technikbüro nach dem anderen? Gut, da haben wir auch gar niemanden, ne? Financial? Nee. In 4 Minuten gibt es neue Angebote, oder was? Haben wir jetzt die Möglichkeit, hier irgendwie nochmal anzeigen? Nee, die sind sauteuer, diese Werbekampagnen. So, komm, das warten wir jetzt noch ab. Buzz, buzz, buzz. Instandhaltung können wir dabei mal gucken. Jo. So, 360. Yes. Oh, da kriegen wir jetzt aber nichts mehr dazwischen. Tja, entweder machen wir noch ein kleines da rein. Oder wir machen mal so ein bisschen. Ach komm, wir machen mal so eine. Genau wie da drüben, so ein Raucherbereich, ne? Würde ich sagen. Wir machen einfach hier so ein. Ich mag das ja mit dem Glas im Hintergrund. So. Und dann machen wir hier auf den Slow-Mo und machen so ein bisschen Deko rein. Was haben wir denn noch nicht? Place a water dispenser. Klar, Wasser. Erstmal was trinken. Und dann so ein bisschen so. Auch so ein paar Sesselchen. So.
So, das ist so der Ruhebereich. So ein bisschen, wenn man nach der Arbeit mal rausgeht, einfach mal abschalten, ein Wässerchen trinken, bevor man ins Restaurant geht. Denke ich mal. Gute Variation. So, wir gucken jetzt nochmal nach den Engineers Offices. Fuck you, immer noch mehr. Das kann doch nicht sein. Und wir brauchen mehr Stores. Einkaufen im Keller ist doof, ne? Die Leute wollen bestimmt nicht in den Keller einkaufen gehen. Kann das sein? Was mich ein bisschen stört, kann ich das hier nicht abreißen? Ich glaube nicht. Ich habe das ja schon mal probiert. Dann ist irgendwie gar kein. Kann ich das? Nee. Sortiert nicht. Wir brauchen mehr Geschäfte. Was brauchen sie für Geschäfte? Wir gucken mal, was die brauchen. Die kann ich hier gar nicht, oder? Kann ich auch gar nicht anklicken. Need more requirement. Mindestens Prestige 10. Okay, dann können wir damit, können wir vergessen. Die könnten wir einziehen lassen. Ah, nee, guck mal, die brauchen Temporary Staffing Services und Security Services. Wisst ihr was? Wir fangen jetzt mal an und werden mal diese Services hier erfüllen. Wir fangen mal an und machen hier Security ins Haus. Ist das hier oder was? Copy, Computer, Commercial, Catering, Security. Hier so ein Sicherheitsbüro. Das setzen wir direkt hier rein. Sind die irgendwie nicht so amused, wenn ich sie jetzt in den Keller setze? Ich setze einfach mal hier rein. Moment, nee, dann da nicht. Da wollten wir ja unsere Versorgung reinmachen. Das ist nicht gut. Dann kommen die in das Lager. Nee, dann setze ich sie direkt hier neben dem Aufzug. Oh, nein, 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 stopp, stopp. Ja, 750. Sorry. Da müssen wir die noch freilassen für die Versorgung. Obwohl. Ach, jetzt kann ich es aber nicht mehr bauen, ne? Jetzt kann ich es da nicht mehr bauen, weil. Weil schlecht. Jetzt muss ich erstmal die Leute das hier wegräumen lassen. Naja, war ich ein bisschen verpeilt gerade. Und Ching weg. So, Security Services. Security, Catering Professional, Corporate Security. So. Ob die es so toll finden, im Keller zu sitzen? Hauptsache Fenster mit Jalousien im Keller. Die sind bestimmt jetzt total pisst, dass ich die ins Keller, in den Keller gesetzt habe. Oder? Ihr seid doch bestimmt jetzt voll Kaka drauf, weil ich euch in den Keller gesetzt habe. Gut, dann sind sie aber grundaggressiv. Weißt du, wenn so, Security, ja klar, ich komm, ich muss eh hier raus aus dem Büro. Könntest direkt hoch. So, jetzt schauen wir mal. Die brauchen Security, haben wir. Auditing Services und Professional Marketing Services. Ja. Hier haben wir die IT schon sitzen, ne? Aber was ist denn Auditing? Also ich kenne Auditing echt nur in Verbindung hier mit Scientology. Wobei, du hast ja auch ein Audit in der Firma, gell? So ein bisschen Selbstreflexion und so weiter. Direkt neben der U-Bahn, da können sie auch direkt. Wunderbar. So, dann machen wir Auditing Services. Schauen wir uns das mal an. Auditing, Security, Fitness. Fitness and Health Services, cool. Und Personal Trainer im Haus. Hä? Limousinen, Helikopter Service, Fitness, Security, Temporary, Corporate Community, Professional Auditing Services.
Was ist denn das? Aber ich mag die nicht im Keller. Ob ich die vielleicht hier oben hinsetze? Ich setze sie jetzt hier hin. Ich setze sie jetzt hier hin. Ich setze sie trotzdem hier oben hin. Ist jetzt nicht, oder? So. Ah, wird schon gehen. Sah aus wie so ein normales Büro. Ich habe so ein bisschen Mitleid. Ich weiß ja nicht, warum ich jetzt genau Auditing hier hinsetze. Aber Phone. Da. Strom. Okay. Ja, so geht's. So, jetzt haben wir Auditing Service. Was wollten die noch? Marketing. Ah, die wollen auch. Ist echt anspruchsvoll mittlerweile, das Spiel, gell? Marketing, Market. Haben wir es wieder überscrollt? Printing, Printing, Copy, Journal, Build, Supply. Professional Marketing Services. Kann ich vielleicht nur unprofessionelle bieten oder was? Copy Computer, Catering, Professional Auditing hat man schon. Ein Bug oder Feature? Übersehe ich Marketing? Ich übersehe es wahrscheinlich, oder? Bottled Water, Supply Service, Courier Service, das sagt mir alles was. Copy Service auch, Computer IT, Commercial Printing auch, File Storage auch, Catering auch. Ist das vielleicht hier? Housekeeping? Nee. What? Ihr seht's, oder? Ihr seht's? Communication is Marketing. Ach, Marketing, hier sieht man's ja. Corporate Marketing and Identity Services. Ja, nenn's doch einfach Marketing Service. Mia ist verzweifelt ja hier. Kriegen wir hier oben nicht mehr rein, ne? Und nun? Marketing kann sich mit den IT-Lern auseinandersetzen. Sorry, Jungs. Okay. Schade. Hätte man leicht übersehen können. Telefon. Rum. So, haben wir sie. So, jetzt müssen wir aber alle Sachen hier befriedigt haben, was sie brauchen. Jo, jetzt sind die zufrieden. Denen geht es immer noch im Arsch vorbei. Die bräuchte übrigens Temporary Staff Services, also wahrscheinlich Zeitarbeit oder sowas. Die brauchen auch Temporary Staff Services. Die müssen wir auch noch reinsetzen. Boah, geht's eigentlich noch? Auditing Corner Staffing Services. Ich mag das nicht. Wer Zeitarbeit vermittelt, gehört in den Keller. Und zwar neben die Security. So, dann machen wir direkt Strom. Ich glaube, die Services, denen ist auch egal, wo die sitzen. Kann es sein? Wir schauen mal. Boah, Services for Services. Also nur noch, wir haben jetzt nur noch Services gebildet. Ach, die Leute in Schwarz. Das müsst ihr euch auch mal geben. Alle Leute nur in Schwarz. Hallo, wollen Sie bei uns arbeiten?
Super Arbeitsbedingungen, halt kein Gehalt, aber das macht dir doch Spaß, oder? Ah, shit. So, haben wir denn irgendwelche Defizite? Nicht mehr als vorher. Gut, dann machen wir den weg. Jetzt müssten wir wirklich alles hier erfüllt haben, was die brauchen. Genau, alles happy. Das heißt, wir gehen hier auf den Slow Mode und in der nächsten Folge können wir anfangen, große Büros zu bauen. Sehr, sehr geil. Super, so, da haben wir eine Folge fast damit verbracht, nur hier komische Services reinzuklatschen. Das Kreativbüro habe ich hier oben reingesetzt. Warum eigentlich, weiß ich nicht mal. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und ich freue mich, wenn ihr dabei seid, denn es geht an große Büros, wir werden weiter expandieren und ich freue mich drauf. Also, bis zur nächsten Folge von Project Highrise. Macht's gut, bis dann. Tschüss.